Hallo meine Lieben, heute mache ich Salat von Hühnerkohl und ich zeige Ihnen gleich alles, wie mache ich dann den Salat. Das schmeckt sehr lecker und ich hoffe, Ihnen gefällt das auch. Ich habe hier Hühnerkohl halbe genommen, schwarzer Pfeffer, Salz, 3 Eier, eine Paprika so kleine habe ich schon durchgeschnitten und sauber gemacht. Solche Tomaten kleine, eine Gurke und habe ich noch grüne Zwiebel genommen. Und ich brauche noch Hühnchenbrust gleich. Und Hühnchenbrust habe ich auch noch. Das ist so ungefähr 200 Gramm. Jetzt schneide ich alles das. Das Fleisch habe ich abgekocht im gesalzenen Wasser. Und habe ich noch Körnerpfeffer reingetan und ein Lorbeerblatt. Und das habe ich gekocht. Und ich habe das drin gelassen im Wasser, in diese Brühe, bis das ist ganz, ganz abgekühlt. Dann ist das Fleisch nicht so trocken. Wenn nehmen Sie das Fleisch gleich raus von dieser Suppe, dann ist das Fleisch so trocken. Und das will ich nicht. Ich lasse es immer so drin, bis das ist alles abgekühlt. Jetzt schneide ich so ein kleines so Stückchen. So, jetzt mal das Fleisch. Das Fleisch habe ich geschnitten, kommt jetzt in eine große Schüssel. Hier rein. So, jetzt schneide ich die Gurke. Die Gurke schneide ich noch einmal durch und so durch. Und auf solche kleine Stückchen. So, kommt auch hier rein. Das müssen wir alles jetzt schneiden. So. Jetzt schneide ich die Paprika. Paprika schneide ich auch so klein. So klein, wie können Sie das schneiden. Ich schneide so. Auch hier rein. So, jetzt schneide ich Hühnerkohl. Schneide noch einmal so durch. So. Das weiße Teil nehme ich nicht. Das lasse ich so. Und schneide ich so fein. Ich nehme nur das weiche. Das weiße Teil, diese. Die sind so hart, das nehme ich nicht. Ich schneide nur so, bis das ist dabei, das weiche nur. So, habe ich das geschnitten. Auch hier rein. Ich habe so ungefähr 300 Gramm. Oder 200, ich habe nicht abgewogen, aber so auf. Jetzt schneide ich die Zwiebel. Nehme auch noch die grüne. Kommt auch hier rein. Verrühren die Zwiebel. So. Die Eier schneide ich auch auf kleine Würfelchen. Einmal durch und noch einmal. Auch hier rein. Müssen wir alles das vermischen gleich. Und ich habe noch genommen Mais.
mache ich noch Mais rein. Jetzt muss ich das alles salzen. Nach Geschmack. Und Pfeffer. Mache ich schwarze Pfeffer rein. So. Jetzt kommt Mayonnaise dran. Nehme sie auch nach Geschmack. Und ich vermische das alles jetzt. Ich schneide noch Tomaten-Chili rein. So. Kommen auch hier rein. Und unser Salat ist schon fast fertig. Es geht so schnell. Und solche Salat können Sie auch für Weihnachten machen oder für Silvester. Das schmeckt immer gut. So sehen Sie, so bunt ist unser Salat geworden. Und grün und weiß und rot. Unser Salat ist fertig. Wenn hat das Ihnen gefallen, probieren Sie aus. Das schmeckt so lecker. Das mit Hühnerkohl schmeckt immer Salat lecker. Und ich wünsche Ihnen alles Gute, guten Appetit. Bleiben Sie gesund. Bleiben Sie mit mir auf meinem Kanal. Wenn hat das Ihnen gefallen, schreiben Sie mir Kommentare. Abonnieren Sie meinen Kanal. Und bis nächstes Mal auf meine Küche. Tschüss.